Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Teil 3 von Pokémon Dark Rising. Ich bin immer noch hier vor diesen beiden Team Rocket Typen, das wird ein Doppelkampf. Ich habe nur ein Pokémon, aber es ist trotzdem recht leicht, denn ich habe mich geheilt. Vielleicht doch kein Doppelkampf. Echt schade. Ich mag Doppelkämpfe, wisst ihr? War wenig. Jo. Ja, ich war halt kurz in der im Pokécenter und habe mich geheilt, weil ich zu intelligent war, um meine tollen Items auszugeben. Ach. Wie gut, dass wir den Hyperheiler dabei haben. Aber das sahen die wohl schon bekommen. Wir können kurz gucken, ob das hier ein Gegengift ist. Nee, egal. Ich habe mir noch zwei, drei Tanks gekauft, weil wir schon ein paar ausgegeben haben. Mit Full Heal, ja, egal. Und der eine Trank kann auch nicht schaden. Ich bin gar nicht mehr sicher, wie viel der Trank normalerweise geheilt hat. Wie ich jetzt gerade weggegeben habe. Ich habe hier eben sogar schon ein Mobile gesehen. Also fangbare Pokémon. Geht in die Richtung, ne? Schade, ich muss die Level ab. Das wäre ich hier weggerannt. Sonderbonbon. Nö. Hui. Das geht ja schnell hier. Okay, ist Kumulator. Oh, da ist ein legendäres Pokémon. Ich vergesse, wie es heißt, aber egal. Justice, you must be Cyrus. Der Team Galactic Leiter, falls ihr es noch wisst. Cyrus, indeed I am. Justice will hold up his grunts. You take care of his grunts. You take care of him. Achso. Gotcha, let's do this. Cyrus, your attempt to stop us now is futile. Keine Ahnung, was futile heißt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommis, ja. We shall rid the world of Pokémon entirely. Justice, yeah, we'll see. Ist die Originalmusik? Ich weiß es nicht. Boss Cyrus would like to battle. Das könnte schon ein bisschen knapper werden. Ich denke, ich glaube, unsere Initiative wäre größer. Ist sie aber nicht. Wir sind verwirrt. Sieht krass gut aus bei uns. Eine andere Wahl als dran, klar, haben wir kommen. Das könnte zurückschrecken. Ja. Nein, noch nicht. Ach, das war ein Volltreffer, deswegen. YOLO! Haben wir YOLO? Solange das nicht Eisstrahl oder sowas, ist alles okay. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel so unfair ist am Anfang. Wie viele waren das jetzt? 20 Punkte. Da haben wir eben ja kaum was verschwendet. Ich achte da aber echt gar nicht so krass drauf. Puh. Kein Eisstrahl. Oh Gott. Das ist Hyperstrahl gemacht. Wollen wir es aber nicht. Ja, das hat echt Hyperstrahl gemacht. Wenn es nochmal Hyperstrahl macht, sind wir weg. Würde es das machen? Weiß es nicht. Aber wenn wir es fliegen, dann wird es bestimmt nicht machen. Hö. Sie sehen können, ob das Hyperstrahl eingesetzt hat oder nicht. Oh. Oh Gott. Keine besseren. Ja. Oh nein. Das ist aber schade. Oh, nicht gespeichert. Lol. Was soll das denn, Freunde?
Ja, ich bin zu faul, jetzt zurückzulaufen. Also geht das super schnell. Ups, ist gesperrt. In wenigen Sekunden sind wir wieder, wo wir gerade waren. Und wir können es natürlich noch einmal probieren. Das machen wir schnell, damit wir nicht vergiftet werden. Wir können es natürlich noch einmal probieren, den Team Galactic Boss zu besiegen. Aber vorher schnappen wir uns wieder einmal den Supertrank hier, den wir brauchen werden. Und das andere Teil hier. Ah, das ist Thunderbomb, genau. Vielleicht sollten wir das sogar einsetzen. Oh. Ich bin jetzt zu faul, zurückzulaufen und so viele Kämpfe zu machen. Ich glaube mir das wirklich. Komm. Das bisschen wird es vielleicht sogar schon verändern. Dieses Mal speichern wir, falls wir verlieren. Ich weiß, ja, es mir geht mir ja nicht darum, krass, also, das einmal durchzuschaffen, ohne zu sterben oder so. Das hier ist kein Nuzlocke, falls man das so ausspricht. Let's Play. Das hier ist ein Spaß-Let's Play. Ne? Wir wollen ganz viel Spaß haben. Deswegen sind wir hier. Ihr und ich. Ach. Lutscher. Vielleicht soll ich das nutzen, um mich zu heilen. Keine Ahnung, wie stark der Angriff von der wird. Stichwort Eis-Pokémon. Du Spaß dir, Alter. Ich will das nicht. Nee, echt nicht. Uncool. Dritter Versuch. Mache ich irgendwas falsch? Ich glaube eigentlich nicht. Das können wir auch gar nicht besser machen. Ich mache einfach. Ich mache halt sofort einen Klau. Das hat besser funktioniert. Wir können Fliegen vorher einsetzen. Aber unsere. Ist unsere Int jetzt höher oder nicht? Warte mal aus. Ha. Sehr lustig. Hey! Apropos lustig. Ich sollte vielleicht genauer darauf achten, was ich mache und nicht denken, dass es völlig egal ist. Wenn ich zweimal daran Klauen mache. Hiermit können wir vielleicht einen Volltreffer machen. Oder auch nicht. Fliegen wird nicht klappen. Wir können zurückschrecken, wenn wir alle. Wir fangen aber gar nicht an. Oder? So läppisch. Wir müssen jetzt den Hypertrank ersetzen. Hä? Achso. Super Potion. Achso. Ich scheine zweimal dran zu sein oder so. Keine Ahnung. Das sieht doch gut aus. Wir können das zurückschrecken lassen. Was? Ich meine, was? Wir können das zurückschrecken lassen. Ist es aber nicht. Wir machen jetzt so lange, bis es klappt, ne? Ich meine das ernst. Ich gehe hier keinen scheiß Schritt weg, bis wir... Hätten wir vielleicht doch Dragoran nehmen sollen? Ich höre mich schon an wie ein Team Rocket Mitglied, da wir ja jetzt nicht mehr die Apollo würden spielen, sollte ich nicht hier. Ich hätte vielleicht nicht
Dingens verlernen sollen. Weil im Ernst, macht das irgendeinen Unterschied? Ach komm schon. Ja, sicher. Wie können wir das am besten schaffen? Wir denken jetzt mal nach, bevor wir angreifen. Damit kann es zurückschrecken. Wir müssen darauf bauen, dass es zurückschreckt, oder? Tut es aber nicht. So, war das doch schon mal gut. Da können wir halt echt nur so blöd heilen. Wenn wir normale Tränke haben. Das bringt's aber auch nicht. Anderer Weg. Wir können darauf hoffen, dass er eine andere Attacke macht. Das ist eine. So viele Optionen haben wir nicht. Aber die werden auch nicht schlechter sein. Kommen wir noch raus, ist die Frage. Kommen wir raus ohne. Der andere Weg wäre dann. Wir können darauf. Ja, das so geht das schon mal gar nicht. Glaubt mir, es ist nicht so leicht, wie ihr vielleicht denkt. Oh, wir brauchen sehr viel Glück, glaube ich. Ja, sicher. So wird das nichts. Kann man das überhaupt schaffen? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, von diesem Punkt kann man es schon gar nicht mehr schaffen. Wir müssen wirklich vollgehalt in den Kampf reingehen. Doch, müssen wir echt. Freunde. Aber wie kann man das schaffen? Wir müssen vielleicht hoffen, dass Snibunna. War das Snibunna? Was Liebe, ich erinnere mich nicht ganz. So. Jetzt war echt Sneeble. Dass wir Sneeble mit einem Volltreffer töten. Haben wir aber gar nicht. Aber jetzt wären wir wieder an dem gleichen Punkt. Guck mal. Ups. Wir müssen wirklich von hier weitermachen. Wir müssen eigentlich. Es gibt ja auch keine Möglichkeit, jetzt irgendwie kurz zu trainieren, da weiterzumachen. Das hat dann super lange und das wollt ihr gar nicht sehen. Also sagt nicht, ich bin ein Cheater oder so. Ach, das ist mir auch irgendwie egal. Wir müssen das One-Hidden. Das würde es wieder probieren. So schon mal nicht. Anderer Versuch. Vielleicht fliegen ja vor. Natürlich nicht. Also das kann Sinn. Wir müssen gleich darauf aufpassen, dass der Ding ist nicht halt. Ja, so kriegt es halt nicht. Schaut hin. Mit sehr viel Glück allerhöchstens. Wir brennen sogar noch. Nee, 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 nee. So, gegen Sneeble. Boah, das ist peinlich. Der macht irgendwas, das daneben geht. Wie ist dann denn? Wir machen Drachenklau. Kann der überhaupt zurückschrecken? Aber von hier kommen wir auch nicht weiter. Wie ihr ja wisst. Oh. Nee, nicht Ohr. Nein. Von Sneeble aus. Ja, hab ich schon gesagt. Wir können halt echt noch einen Volltreffer finden. Das sind schon mal ein
paar HP mehr. Wir könnten jetzt hier auf den Vortreffer hoffen. Hm. Ja, sicher. Wovon hier ja eigentlich alles offen haben. Oder? Jetzt kommen auf die 5. Ich mag die Opportunity. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. So, als würden wir genau, also neu gehalten in den Kampf gehen. Aber da ist noch Tränke übrig, glaube ich. Ist noch gespeichert, ja. Oh bitte, oh bitte. Oh bitte, oh bitte, oh bitte. Können wir einfach wegfliegen? Nein, wir können uns heilen. Und er trifft sich dann selber. Machen wir das doch, oder? Ja. Freunde, wir haben es geschafft. Wir, die ehrlichen Kämpfer. Community High Five. Auch wenn ihr es nicht gesehen habt. Heatwave. Ja, das hat das erleichtert. Mit Hitzewelle, das ich im Übrigen noch nie in einem Spiel eingesetzt habe, außer ich glaube XY, aber bis dahin nur Team Rot. Hm. Kommt halt weg. Ja. This can't be, yo. Leg dich nicht mit mir an, Bitch. Florina, that Pokemon who's protecting the boy and his Bonsly is glowing. Sorus, arc. Everyone, retreat. Great. No way justice will chase after them. Meet us later. Cool, der wird sich jetzt bestimmt freuen, dass sie ihm geholfen haben. Tommy, thank you, Trainer. I was scared until you and the green Pokemon showed up. Bons? Und wenn wir jetzt Glück haben? Das ist Glück, ich will eigentlich gar nicht haben. Können wir gegen kämpfen? Nein, können wir nicht. Aber es kann sogar reden. I see mostly purity inside of your heart. It spoke. It's communicating with me mentally. Just like Entei did in the Kerr region. Falls ihr Teil 1 gesehen habt, wisst ihr es ja. You're this generation's chosen savior. Arceus does not make mistakes. You are the one. However, do not let anger fuel your motivation to win. That will give Darguis the edge in this battle. Goodbye, Justice. Auch von dir verabschiede ich mich, Viridium. Oder wie du heißt. Hier kommen wir immer noch nicht weiter. Gut. Ich schätze, das war's für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wie ich. Wie ich. Denn hier ist niemand. Nein, niemand. Also sogar wirklich nicht. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Auf Wiedersehen.